Tatsächlich, ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass wir hier wieder verlieren. Hallöchen, liebe Minotauren, hallöchen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Ball Xenoverse 2. Ja, wieso stehen wir nicht mehr vor C18 wie vorhin auch? Da unten ist sie irgendwo. Warte, wo? Da, diese drei Bäume mit dem roten Haus. Da unten ist irgendwo, aber warum stehen wir jetzt nicht da? Ganz einfach, weil nachdem wir die letzte Mission von C18 gemacht haben, wurde die Meldung aktiviert, dass Freezer uns ruft. Also gehen wir mal ganz kurz nachschauen, was da los ist. Oh, und ich kann nicht mal dieses Flugding rufen. Na toll. Nein, das ist die Dings. Da ist cooler. Hier ist es. Okay. Yes. Ausgezeichnet, Timing. Ich will, dass du heute mit mir zusammen trainierst. Okay, alles klar. Das würde ich gerne kämpfen, als wolltest du mich töten. Weniger akzeptiere ich nicht. Oh, es ist Zeit für ein Bündnis mit Freezer. Das ist die perfekte Gelegenheit, um herauszufinden, wie stark du bist. Der letzte Kampf war schon so richtig. Oh Mann. Mal sehen, wie dieser Kampf wird. It seems you're quite capable. I have a special job just for you. You see, I've never trained in all my life. Ich hab ein bisschen mehr als du. I want you to train. I will gain power. Power that no one could ever surpass. That Scheiße. I demand you hit me harder. Ich bin ja schon dabei. Halt die Schnauze. Oh! Nein. Good. Use all of your power against me. Attack as if you mean to kill me. Alles klar. Oh, fuck. Nein. So. Ja, nein, verdammt. Ja. Nein, mein Ausdauer. So. Oh Gott, zum Glück. Ich müsste kurz mal abhauen, damit meine Ausdauer regeneriert wird. Oh, Himmel, Arsch und Zwirn. Good. Wow. You're the best, almost. Puh. Diese Folge fängt ja schon mal gut an. So, wie sieht's aus? War das jetzt das letzte Training mit Freezer? Noch nicht ganz, er hat ja noch nicht seine 100% Form. Das war ein guter Kampf. Dank dir bin ich jetzt stärker geworden als je zuvor. Yes. Hm, okay. Gut, das war's. Mehr will er nicht von uns. Gut, dann hauen wir halt eben wieder ab. Auf dem Dorf des, auf dem, beim Haus des Oberältesten ist wieder was los. Von dem her machen wir das jetzt. Dass wir hier verschwinden und nachdem wir verschwunden sind, geht's ab zum Haus des Oberältesten. Obwohl, ich möchte mal ganz kurz gerne nachschauen wegen Shoppen und so. Kostümladen und so. Er ist ja gleich da. Hallo, Atra. M-
Mischladen. Warte, wie ging das? Na, nicht so. Hallo. Fähigkeiten laden. Objektladen. Ich brauche den Kostümladen. Mischladen. Kostümladen. So, alle wegschieben. So. Mit 10 hier einkaufen? Sollte ich noch genug haben. Also Kostüme oben. Dann, was haben wir hier denn so Schönes, das uns richtig hochpusht? Wow. Kampfanzug Freezer Saga, Vegeta. Oh, nee. Mehr Gesundheit, weniger... Nee, sieht scheiße aus auch. Oh, mehr Grundangriff, mehr Gesundheit, weniger Ki, Ausdauer, Schlag und so weiter. Kampfanzug Turtles. Nee, danke. Kleidung von C17. Ach so. Mr. Satans Kleidung. Nein. C19 Kleidung. Trunks Capsule Corporation Kleidung. Mehr Ki, weniger Ausdauer. Das ist scheiße. Weil dann kann ich weniger ausweichen. Paiko Hans Kleidung sieht nice aus, aber nimmt dafür sehr viel von Dings weg. Uniform, ultimatives Motoroshi-Kostüm. Sieht auch nice aus, aber Grundangriff, Ki-Explosion, Superangriff. Oh man, also das hier sieht schon mal nice aus. Sieht nice aus, auch mit den roten Bandagen. Aber dann müssen wir halt eben schauen, was wir dafür da zum Ausgleich noch hin tun. Was ist das? Schuluniform. Na. Kampfanzug. Das ist jetzt alles nur für Dingenskirchens hier. Der letzte Schrei. Oh! Okay, warte, also hier. Wir nehmen den hier. Nein, nicht Paiko Hans, sondern Muten Roshi. Eins, ja, kaufen. So. Dann, also wir haben auf Gesundheit und Ausdauer haben wir mehr. Jetzt müssen wir Grundangriff und Ki-Explosion dafür. Warte, das ziehe ich jetzt gleich an. Okay, dann kommen wir bald wieder. Danke sehr, werde ich. Aua. Da anpassen, Ausrüstung ändern. Kostüm oben, ultimatives Muten Roshi Ki. Ja, nehme ich. So, jetzt, lol, verzieht euch alle, ich brauch Platz. We have nice new items in stock. So, mit 10 hier einkaufen. Ja, mit 10 hier einkaufen. Hier unten, so. Also, das ultimative Muten Roshi Anzugsdings, war was. So. Mist. Jetzt müssen wir halt eben nachdenken. Es muss halt eben auch noch schön aussehen. Nee, so enge Leggings brauche ich nicht. Nein.
Kampf von Ginyu, eben gesagt, keine engen Leggings. Kleidung von welchem Cyborg denn? Achso, C17. Mr. Satans Kleidung. Dr. Gyarados Kleidung. Von C19. Nein. Trunks CC Kleidung. Das würde dann, würde ich mal meinen, alles wieder ausgleichen, oder? Trunks CC Kleidung. Jetzt lass mich noch mal ganz kurz hier nachschauen. Motivis mit Noroshigi. Ausdauer und Gesundheit. Trunks CC Kleidung. Da. Ausdauer und Gesundheit. Dafür aber Ki. Oh, komm, kaufe ich mal. Pycons Kleidung, das sieht scheiße aus. Also untenrum. Die Uniform, ultimatives Mutmarushi. Ausdauer und Gesundheit, ja, und dann Grundangriff. Ich will ja nicht überall das gleiche haben, weil dann habe ich ein Problem. Dann mache ich einen Riesenschlag und das zieht mal gerade mal ein bisschen was ab. Nein. Okay, hier. Der letzte Schrei von wegen. Gut, also Trunks Dings gehört hier. Hände. Und Füße. Also gut, dann machen wir es so. Barabim, barabum. Hier, was sieht hier besser aus? Die Hände von... ultimative Mutmarushi. Kostüm. Passt. Nehmen wir. Und für die Füße nehmen wir Trunks CC-Kleidung. So. Ja, gerne. Danke, danke. So. Jetzt warte kurz. Anpassen. Ausrüstung ändern. Da müssen wir hier, nein, wo haben wir es? Da haben wir es. Da haben wir es. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Da. Also. Drei weniger, Gesundheitsangriff. Oh, scheiße. Na gut, den Grundangriff machen wir ja noch. Oh fuck. Ki-Explosion ist somit jetzt ganz weit unten. Ki-Explosion habe ich jetzt minus 6. Treffer aber Schlag Superangriff plus 3. Und Ki auch. Und Leben auch. Boah. Okay, mal schauen, ob die Vorteile die Nachteile überwiegen. Wir werden jetzt zum Haus des Oberhaltessen gehen. Da ist es. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Tut mir wirklich leid. Aber ja. Muss halt eben auch mal sein. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit in den gleichen Klamotten rumlaufen. Warte mal kurz. Erstmal zu dem da. Der soll uns das Zeug geben, das er angepflanzt hat. So. Da bist du ja. Das Objekt, das du mir gebracht hast, hat das Gemüse gut wachsen lassen. Bitte in dieser Dankbarkeit. Möhre. Danke sehr. Gib mir Bescheid, wenn... Okay, was brauchst du jetzt? So. Gegengiftkapsel M. Scheiße, habe ich nicht.
Gut, dann machen wir es so. Wir hören zuerst die Gegengiftkapsel. Sollte hier irgendwo. Sollte ja beim Objektladen sein. Gegengiftkapsel M. Okay. Dann geben wir die. Und dann machen wir die Mission. Oh, scheiße, ist das weit. Dann machen wir die Mission und dann sollte es soweit sein, dass er uns das Zeug wieder geben kann. Da ist was, da ist was, da ist was. Energiekapsel S. Also der Kostümladen, Mischladen. Wo ist der Objektladen wieder? Mischladen? Fähigkeitenladen? Objektladen. Da. Welcome. Gegengift Kapsel M. Gesundheitserholung, Kierholung, Ausdauerholung, Werterholung. Gegengift Kapsel M. Ja, danke dir, mein Lieber. Fähigkeitenladen. Warte. Haben wir hier eine richtig geile Fähigkeit mit 10 hier einkaufen? Ja. Und immer die 4er Kaioken Kamehameha. Leite durch die weitere Eingabe zu der Küche und lade sie auf. Super Kiesplosion, gekehrte Mabakusenko. Gegen jeden Angriff in deinem Timing Pass konnte. Woodlabs Auslöschung, Ultra Kampfbomber, Crusher Vulkan. Moment, nee, okay. Könnt ihr alles stecken lassen, danke sehr, tschüss. Da. Oh, warte. Ich flieg nicht dorthin, ich werde mich dorthin teleportieren. Da ist er. Greetings. Haus des Oberhältes, danke sehr. Und wir sind halt eben, wie gesagt, hier online in der Hoffnung, dass jetzt Freezer hier wirklich mal angreift. Oh ja! So. Ja, hier. So. Dann machen wir unsere Mission. Fällt eigentlich keinem auf, dass wir untenrum eine Jeans tragen und obenrum so etwas. Okay. Hier haben wir bis jetzt immer versagt. Jetzt müssen wir hier Leistung zeigen. Na komm. Das pack mal doch, Minotaur, das pack mal! Wenn es mal fertig geladen ist. This planet will be conquered by the Saiyans, the greatest fighters in the universe! Alle natürlich auf mich drauf. Natürlich. Ja! So, ich brauche erstmal Energie. So. Alter, was haben die bitte schon für eine... Ja, es könnte doch sein, dass ich wegen meinem Grundangriff... Nein, ging daneben. Lass es sein. Was? Hör auf! So. Solange dich keiner im Visier nimmt, lad dich auf. Mach die Ausdauer voll. Zur Sicherheit noch ganz kurz verwandeln. So, und jetzt zeig mal, wo die Dragon Balls sind. Hast du dich verdeckt? Da ist noch einer. So. Da ist unser Schiff. So, das waren zwei. Irgendwo sollte noch einer sein. Da. Da ist er. Dann. Neil, bitte halte durch.
Da, in der Ritze. You're finished. Hör auf, das zu sagen. Ich möchte schon gerne kämpfen, wenn ich ehrlich bin. So, danke sehr, dass ihr mich davon befreit habt. Ja! Ja, 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 ja. Booyah! Ich muss einfach jetzt beeilen, sonst wenn Nail hier... Oh, scheiße. Versagt? Wenn Nail stirbt, dann habe ich ein Problem. Alter Schwede! Nein, 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 nein. Hey! Hör auf! Die Kie lädt sich aber kaum auf, wenn ich ihn haue. Scheiße. Oh oh. Oh. Zum guten Glück. Wow, haben wir so viel auf den Grundangriff bzw. Key-Schlagangriff gesetzt. Boom! Nein! LOL! Alter, was? Das ist eine Technik, die ich lernen muss. Ja, lass mir Zeit, mich aufzuladen. Ah, verdammt. Jawohl, seine Ausdauer ist im Arsch. Puh. Ey Leute, wir haben sie besiegt, das allererste Mal. Ohne Mühe. Da. Ohne so große Mühe, besser gesagt. Ein bisschen Mühe hatten wir ja. Alter! Great job! Don't forget your training! Danke! Nice, Daisa! Ganz ehrlich, ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass wir hier wieder verlieren. Huh. Sobald es ein Haus ist, aktuell sich sehr sicher. Okay. Wir konnten ihr Zerstörungswut einhalten gebieten. Dank dir, mach weiter so. Hm. Das kommt. Beruht dich darauf bloß nicht zu sehr aus. Okay. Gut, dann schauen wir mal hier. Bei dem hat er. Ja, der hat wieder was für uns. Autsch. So. Oh, da bist du ja. Das Objekt, das du mir gemacht hast, hat das Gemüse wirklich gut wachsen lassen. Super. Das habe ich nur dir zu bedanken. Bitte nimm diese. Danke sehr. Huch! Kampfausrüstung des bösen Zauberers. Gib mir Bescheid, wenn du Zeit hast, mir ein paar Vorräte für die Farm zu holen. Okay, was brauchst du? Lass mal sehen. Oh, was ist eine bessere Kapsel M? Oh, das habe ich ja hier. Nice. Lass mal kurz. Lass mal ganz kurz diese Zauberer, böse Zauberer-Rüstung. Zug. Aber wahrscheinlich ist das nur was für Ninja-Kampfanzug für Namekianer. Kann das sein?
Daten anzeigen. Turnier, Spieltrends. Nein, warte, wo war das? Tasche, da. Ausrüstungsliste. Ja, sie ist nur was für Namikiana. Und macht nicht viel hier. Alles klar. Gut. Leute, dann würde ich mal sagen, das war's auch für diese Folge. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, ihr wisst ja, wo der Abo-Button ist. Ja, wie sich das Gras im Winde weht. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, ihr wisst ja, wo der Abo-Button ist. Zukünftige Minotauren. Von dem her, stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Sünd.